Es ist im Moment so, dass 92% dieser Werbung, die Kinder im Internet und Fernsehen wahrnehmen, für Süßigkeiten, Snacks und Fast Food, für ungesundes Essen ist. Wir müssen verhindern, dass das langfristigen Einfluss auf die Kinder hat. Ich habe über Ricarda Lang noch nie einen Witz gemacht. Aber wenn Ricarda Lang sich hinstellt und uns versucht, als Volk sozusagen in Ernährungsfragen pädagogisch zu betreuen, da bekomme ich Zweifel, ob ich es mit einem Experten zu tun habe.